Toshibas neuestes Windows-Tablet ist deutlich kompakter geworden. Das Encore 2 ist nur 9,5 mm dick und auch spürbar leichter. Dadurch liegt es angenehmer in der Hand. Das Display enttäuscht aber. Es spiegelt auch bei maximaler Bildschirmhelligkeit sehr stark. Im Freien ist das Tablet nicht zu gebrauchen und auch bei normaler Raumbeleuchtung stören die Spiegelungen. Außerdem ist die Auflösung von 1280x800 Pixeln bei einem 8 Zoll Display nicht mehr zeitgemäß. Der verwendete Baytrail-Prozessor ist das schwächste Modell von Intel. Außerdem ist nur 1 GB Arbeitsspeicher verbaut. Im Alltag ist das Tablet deswegen sehr träge, speziell beim Multitasking. Das zeigt auch die 2 GB große Auslagerungsdatei. Ist der Arbeitsspeicher nämlich zu klein, werden in diese Dateien abgelegt. Die ungewohnte Position der Windows-Taste hat uns irritiert. Sie befindet sich nicht, wie bei den meisten Windows-Tablets, unter dem Display, sondern an der oberen Kante des Gehäuses. Das Toshiba Encore 2 können wir trotz des niedrigen Preises von 200 € nicht empfehlen. Das Display und die geringe Leistung sind für uns einfach nicht ausreichend gut.